Join me. Everyone is welcome in paradise. We still have lots of work to do. All right, Brian? After all, life always finds a way. Ja, wir spielen die nächste Demo von Welcome to Paradise. Warum ist denn ihr Gesicht hinter dem E und die Brüste gucken da unten raus? Ein sehr guter erster Eindruck. Aha. Man konzentriert sich hier also aufs Wesentliche. Ich bin immer gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Drücke eine beliebige Taste, das kriege ich hin. Das war bei dem Mausknopf. Überlebender, 3 von 12. Was? Gronkh ist hier, versteckt sich hier hinten im Busch. Deswegen guckt sie sich auch panisch um. Ja. Ich habe geraschelt gerade, aber sie hat mich nicht bemerkt. Zum Glück. Okay. Ah. Ach, wir sind einfach alle, das sind alles Überlebende. Und ich kann mir jetzt einfach einen aussuchen. Okay. Sind aber alle sehr verschieden. Also Charaktere sind sehr verschieden. Ja, okay. Sie ist halt jetzt schon gelangweilt. Hm. Achso. Ich dachte, wir fangen bei 1 wieder an. Also entweder nehme ich jetzt, ich hatte überlegt, ob ich den Kollegen hier nehme, aber weißt du was? Ich glaube, ich nehme einfach mal... Ich hatte auch überlegt, damit Krawatte vielleicht. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal sie hier. Oder weißt du was? Wir nehmen die gelangweilte Dame hier mit den roten Haaren. Nehmen wir mal die. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir uns überhaupt sehen. Ich kann das Spiel nicht. Ich habe nur das Video gesehen. Wir gucken einfach mal rein. Es wird schon irgendwas sein. So, das ist also Gronkh. Sieht sehr lebensbejahend aus. Ich freue mich auch, hier zu sein. Okay, wir können auch Multiplayer spielen. Leider habe ich keine Freunde oder die schlafen gerade alle schon. Einstellungen. Guck mal kurz hier. Zeigergröße. Ich mach mal 4. Ich mach mal 2. Ja, na endlich sehe ich die Maus. Font Size. Mach ich big. Qualität der Schatten hoch. Schattenfilterung. Blablabla. Ich mach alles an. Außer Bewegungsunschärfe. Haben wir Bewegungsunschärfe, Tiefenschärfe. Alles klar, kann ich mitnehmen. Nehme ich alles mit. Sieht alles spitze aus. FSR haben wir halt gar nicht. Kann ich ausschalten. Aus. Übernehmen. Vielleicht lasse ich es auch. Wir spielen einfach. Ich drücke auf Einzelspieler. Die Musik ist auch mega begeisternd. Ich lass mich überraschen. Ich weiß wirklich nicht, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Are you tired of constantly fleeing? Mhm. Of hiding? Mhm. Of struggling in a world infested by zombies? Oh ja. Are you exhausted? So sehr. Without resources, a home. Without anyone to rely on. Beobachtest du mich etwa? Hang in there. You still have a chance. Join us. Join Paradise. Here in Paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our Zombie Guard technology. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies no longer attack you, they defend you. Yes, you heard that right. It's incredible. Geil. Thanks to our zombie guard technology, zombies have become genuine bodyguards that serve you. Was soll da schon schief gehen? Thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony, far from the pandemic. Thanks to this groundbreaking technology, stores, security guards, hospitals, industry, movie theaters. A safe place for everyone, where men, women, and children have nothing more to fear from outside zombies. You don't need money, a title, or diploma to get your own zombie guard. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome. Everyone is welcome. Ich fühle mich abgeholt. Ich will dahin. Verführt von einem Versprechen von Sicherheit und dem Anschein eines normalen Lebens, hast du das ganze Land durchquert, um nach Paradise zu gelangen. Punkt.
Und da sind wir auch schon. Sieht aber cool aus. Ah, na endlich. So, aha. Mit wer hast du... Okay. Erinnert mich irgendwie an ein geiles Fallout. Also an die alten Fallouts meine ich, ne? 1 und 2 und so. Erinnert mich irgendwie an ein geiles Fallout. Hallo. Ich muss mal irgendwann fixen. Und das hier sieht aber, das sieht alles nicht mehr so gut aus. Die kommen doch da rein, oder? Spieler 2, Spiel beitreten. Okay, kann ich mit der Maus nicht steuern? Ich kann mit der Maus nur kämpfen. Okay. Die sammeln Zweige. Clever, okay. Unterschlupf der Wächter. Sprich mit dem Aufseher. Ist das hier der Aufseher? I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the generator all by themselves. No more worrying about electricity. Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Sorry. Didn't see you there. Are you wanting to move in here? Warum hat er so viele Wunden, der Typ? Hold up. What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorization to move in, you must have a Zombot. No one should move around in Paradise without Zombot protection. So before anything else, find a Zombot. Go see Bob. He supplied mine. Also man muss einen von diesen Zombots haben. Karte öffnen, schließen. Okay, das ist die Karte. Kann ich die Karte? Okay, so. Nur mal kurz gucken, wie groß die ist. Ja, ein bisschen haben wir jetzt zum Tun. Da geht's auch noch irgendwie weiter in andere Ortschaften. Okay, da geht's auch noch weit. Ja, doch. Bisschen was haben wir zu tun. Mit Shift können wir rennen. Ich teste hier gerade nochmal rum. Oh, da ist eine Axt. Kann ich hier mitnehmen? Nein. Nein. Ich will die nicht aussehen angreifen. Holz. Okay, ich habe einen Ast mitgenommen. Das ist ja schon mal was. Okay, wir testen mal ein bisschen rum, ja? Ich muss mich hier mit der Steuerung vertraut machen. Triff einen Gegner für einen Schnellangriff. Ich spring mal ganz kurz da runter, ja? Ich spring mal ganz kurz hier runter und sammle mal XP. Okay. Eine Sache würde mich schon mal schon interessieren. Ich gehe gleich rein. Warte mal, ich will noch eine Sache kurz gucken. Oh Gott. Da liegt auch noch Holz, cool. Okay, ich komme hier nirgendwo hin, ne? Ich dachte, vielleicht gibt es hier wieder... Stirb nicht, finde Bob. Machen wir gleich. Ich dachte, wir haben hier vielleicht wieder irgendwas... Na, schade. Keine Truhe oder so. Na gut. Okay. Hey, Leute. Dann finden wir mal Bob. Wo müssen wir denn dafür hin? Ich folge mal dem Pfeil auf der Minimap oben. Aha, warte, ich gucke mal schnell hier. Können wir Autos durchsuchen oder irgendwas? Draufklettern können wir, das ist gut. Durchsuchen geht nicht. Nehmen wir mal kurz hier. Oh, ich liebe diese isometrische Ansicht, das ist irgendwie nice. Weil die auch so detailliert ist einfach. So, ist Bob hier irgendwo? Was ist das hier? Nichts, da kommen wir nicht rein. Schade. Kann ich die Kamera drehen? Ich kann mit der Maus... Okay, ich kann mit der Maus nur kämpfen. Ich kann Kamera, glaube ich... Mit QE geht auch nicht. Sind das hier diese Zombots? Sind die lieb? Die sehen nicht so lieb aus, ne? Es sind echt zu viele. Okay. Es sind echt sehr viele. Auf dem Dach liegender Bus. Oh. Stufenanstieg. Na klar. Ich habe schon viel gemacht. Habe ich mir verdient. Eine Kiste. Bob's Archives P-48-3. The Emotional Support Zombot. Open the Portable Pylon Configuration Menu.
Equip your Zombot with a saddle, then order it to heal you while in combat and to collect items while out of combat. Geil. Das ist ja cool. And that's it. A Zombot to heal you, transport you and collect items. There's more to life than combat. Wie cool ist das denn? Ich kann meine Zombots programmieren? Oh, das, okay, das ist aber cool. Oh nein, nicht schon wieder. Bob's Archives P-48-3. Entschuldigung, ich wollte die Kiste aufmachen. Aber es ist nur das Ding, was da leuchtet. Okay, raufklettern kann man nur, wenn es flach ist. Schnellangriff, okay. So, wir müssen jetzt irgendwie nach oben. Kann man... Ne. Hallo? Hallo, hallo? Wir müssen hier irgendwie nach oben, ist das richtig? Da ist Bob, okay, wir müssen hier außen rum. Aber da außen rum waren ja die Kollegen, sind die böse? Ich glaube ja. Ich lock die mal alle hierher. Und dann gehe ich einfach hier rum. So, aufgeteilt, weggeballert. Cool. So, Schrott, zerrissener Stoff. Okay. Können wir das mit allen machen? Also entweder ist der Stock sehr massiv oder wir haben einfach richtig Muckis. Ich mach mal so, ne? Ja, okay, Ausweichen mit Leertaste, sehr gut. So, ja, Schrott, vielen Dank. Dann räume ich die alle weg hier. Die sehen einen nur in Blickrichtung. Okay, das sind sehr viele hier, ne? Was hast du denn da im Kopf? So, ich glaube, wir können die Welt retten. So. So, ich nehme mal mit. Cool. Ich hoffe nur, die respawnen nicht. Das hasse ich ja immer, wenn die einfach respawnen. Hat was von Zomboid, ja, aber man überlebt tatsächlich. Also man hat eine Chance zu überleben. Bei Zomboid ist das anders. So. Okay, okay, okay. So, ich sammle die mal alle ein hier, ne? Hacking-Helm. Ich habe keine Ahnung, was ich hier einsammle, aber ist bestimmt alles gut. So. Wir haben echt einen geilen Stock. Kaputter Hacking-Helm. Okay. So. Warum probierst du nicht mal was aus? Renne rein und fighte, stirb, guck, wie weit du kommst. Weil ich kein Idiot bin. Deswegen. Ist eine Zombie-Apokalypse und ich versuche zu überleben. So. Die sind brav, die arbeiten. Sehr gut. Ich gehe trotzdem mal hier oben lang. Blumen? Salbei. Oh, geil. Oh. Das sieht schon ein bisschen gefährlicher aus. So, vielen Dank. Das reicht mir auch schon an Menge, die mich angreifen. Bin ich ganz ehrlich. So. So. Oh nein, wir wurden einmal getroffen gerade. So, genau. Das erste, was wir machen, ist Ressourcen suchen.
Ressourcen suchen, sichern und dann gucken wir mal. Okay. Prima. Geil. Ich muss gleich mal gucken, wo ich Punkte investieren muss. Der Stock hält einfach ewig. Das ist ein super Stock einfach. Wir haben den besten Stock überhaupt vom ganzen Game. Haben wir gefunden. Hey, das bin ich als Zombie. So. Oh, hey. Entschuldigen Sie bitte. Oh, den anderen habe ich auch gar nicht gesehen. Der lebt ja auch noch hier. Der lebt ja noch. So, ich sammle mal einen hier. Sag mal, die ganzen Dinger. Die ganzen Dinger hier. Sind das schiefgegangene Experimente? Weil die auch so Dinge auf dem Kopf haben, aber die. Da kommen so Funken raus. Sind das schiefgegangene Experimente? So. Bum, 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 bum. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen hier, ne? Das Rohr ist noch ganz spannend, aber die sind lieb. Okay, geht. Geht auch. Warte. Gedrückt halten geht auch. Ruf zum Hersteller von Verbänden. Wir erstellen gleich Verbände her. Warte, da oben ist noch eine Zeitschrift. Was ist denn das? Der sieht aber special aus hier. Oh, die haben rote Lichter. Okay, warte mal. Interagieren. Bob's Archives P-89-5, the social distancing zombie. Was? Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with spiked armor and a bat. In order to use this to provoke enemies while in combat. Geil. Use out of combat and combat, okay. Ah, okay. And that is it. Taunt. First with the spikes and your Zombot's bat, the enemy shouldn't get any closer. But if provoked, they won't be able to help themselves. Cool. Okay, das ist geil. Wir brauchen unbedingt unseren eigenen Zombie. Ich will mal kurz was gucken. Verbände, was ist denn das da? Mega-Hub aktivieren. Was macht das? Schnellreisen, okay. So, interagieren. Können wir da? Ich konnte doch gerade interagieren. Bobs Labor. Hey Leute. Ich nehme an, das ist Bob. Oh hey. You're new here, right? I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So. You should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning zombies in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. Haha! If it stops wanting to eat you, it's worked. If not, run! Okay, gut. Herstellen, um auf den, warte mal, ich guck mal kurz beim Herstellen. Hier, herstellen. Was haben wir denn? Oh, Gottes Willen, was ist das alles? Okay, das ist alles. Waldpanzerung. Okay, kommt später. Hackinghelm, wir brauchen, glaube ich, Hackinghelme dafür. Da haben wir einige. Okay. Ich stelle mal 4 Stück her. Und Verband sollen wir auch herstellen. So, dafür brauchen wir Salbei für den Verband. Okay, Luftgewehrkugeln. Momentan geht es ja noch mit Nahkampf. Okay. Nähere dich einem Zombie, den du niedergeschlagen oder bewusstlos geschlagen hast, und drücke F, um ihm einen Helm aufzusetzen. Die sind alle tot. Warte, da ist noch. Das ist noch. Ah, das sind noch welche. Ich würde nur gerne die Kamera drehen.
Oh. Das ist unserer jetzt hier, ne? Oh. Dankeschön. Hä, wie cool. Okay, das ist echt nice. So, rufe das Inventar, den Reiter Fähigkeiten auf. Ich stelle mich mal kurz safe. Das ist halt schon cool. Warte, Fähigkeiten. Erhebe dich und gehe. Ermöglicht es dir, deine K.O. gegangenen Zombots wiederzubeleben. Sind das dann Untote, Untote? Okay, das ist auch geil. Servicestation, bei jedem Abstecher werden deine toten Zombots ersetzt und die Gehalt, die du noch hast. Du wirst also nie wieder einsam sein. Geil, treues Ross. Angriffstempo im Sattel. Im Sattel? Deserteur. Deine Zombots rennen schneller weg und regenerieren sich schneller. Wer heute flieht, kann morgen weiterkämpfen. Eigentlich... Aber die kommen ja wieder, oder? Also ich meine, desertieren die wirklich, oder? Goldgräber. Erhöht die Menge an Altmetall, die in den Zombots bergen können, ganz oder gar nicht, auch geil. Hartnäckiger Diener, Gesundheit. Wir haben 3 Punkte übrig. Was haben wir noch? Hacking? Kampf, oh. Verursacht mehr Schaden bei deinen Gegnern, die dich nicht sehen. Schießen, bevor man gesehen wird. 50% Schaden, geil. Quälender Schuss. Folterknecht. Warte mal, ermöglicht dir den perfekten Vollzug, der hohen Schaden bei Gegnern in der Umgebung anrichtet. Das gleicht zahlenmäßige Unterlegenheit aus. Auch geil. Rückhand. Okay. Überleben. Bestie. Gesundheit. Recycling. Durch Recycling gewonnenes Altmetall. Tief durchatmen. Ausdauerregeneration. Krankenpfleger. Plus 30% erhaltene Heilung. Glaube ich hier auch ganz cool, ne? Also generell, wir haben eine Menge... Kontrolle aus dem Jenseits. Wir haben eine Menge... Wenn deine Zombots ihre eigenen Zombots hacken, verbrauchen sie nicht mehr deine Hacking-Helme. Die können selber... Wir können mit einer ganzen Armee rumlaufen? Oh. Okay. Okay. Die Massen kontrollieren. Jeder deiner Zombots kann einen zweiten Zombot hacken, der ihm dann folgt und für ihn kämpft. Sie vermehren sich schneller als Kaninchen. Okay. Motivierte Untote, ja, okay. Automatischer Defibrillator. Okay, nachdem sie abgesetzt wurden, stehen dann Zombots nach kurzer Zeit von selbst wieder auf. Voll geil. Aber um da hinzukommen... Wie kommen wir denn da hin? Es gibt nur die beiden hier. Achso, die Voraussetzung hierfür ist wahrscheinlich das da, aber wie kommen wir denn da hin? Ab Level 5 wahrscheinlich, ich verstehe. Wir können jetzt, kann man hier alles machen, aber... Erst ab Level 5 können wir die Reihe hier machen. Okay, 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 okay. Und um das hier zu machen, muss man vorher das gemacht haben. Und ich vermute mal, um ein mobiles Krankenhaus zu machen, muss man Feldchirurgie gemacht haben. Okay, okay. Für unsere Zombots, was wollen wir da haben? Ich glaube, wiederbeleben hätte ich Bock drauf, weil spart uns Helme. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das haben. Okay, ist nicht ab Level 5, das ist, wenn wir hier Punkte investiert haben. Wenn wir hier 5 Punkte investiert haben, kriegen wir die Reihe. Und so weiter. Wenn wir hier insgesamt 10 Punkte investiert haben, kriegen wir die Reihe. Okay, verstehe. Goldgräber, möglichst früh, damit es sich lohnt. Deserteur, deine Zombots rennen schneller weg, regenerieren sich schneller. Ich glaube, das wäre ganz cool, damit die nicht so oft zu sterben, ne? Treues Ross, Angriffstempo... Ja gut, im Grunde stimmt das. Wir können erst 5 Punkte investieren, wenn wir Level 5 haben. Glaube ich. Nee, noch nicht. Nee, wir haben jetzt Level 4 mal 3 Punkte. Level 6 ist das dann wahrscheinlich. Okay. 20% Angriffstempo im Sattel, minus 15% erlittener Schaden. Okay. Ich glaube... ich guck mal. Hartnäckiger Diener. Ich nehme mal Deserteur. Ich hätte vielleicht noch hier was ins... Ja, ich hätte noch was anderes. Ist egal. Wir testen ja gerade nur. Schöner Tag geworden. Wie war die Taschenlampe? War die nicht mit F? So, sprich mit Bob. Warte. Danke für den Salbei. Oh, wollte ich gar nicht. Ich habe zu fest zugeschlagen. Oh, Junge. Ich wollte noch einen holen. Warte. Oh, ich kann nur einen holen.
Okay, wir haben Hilfe. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte noch mal kurz bei I gucken. Inventar, Fähigkeiten. Aber wie können wir herstellen? Inventar. Wie können wir denn unseren Bot hier einstellen? Das müssen wir später noch rausfinden. Okay, warte. Ich guck mal ganz kurz. Wir gehen mal kurz zu Bob und der wird ja noch was reden, ne? Im Geheimdienst ihrer Majestät. Der Bob hat noch irgendwas. Der wohnt hier auch sehr gut, der Bob. Der hat eine schöne Base. Okay. Well, well, well. Not bad, right? This Zombot will follow you everywhere. But if you want to give it precise orders, you'll need to use the tech I developed. Ah. You'll be my guinea pig. Take this antenna, attach it to your backpack. With this, you'll have much finer control over your Zombot. Cool. Oh, feel free to give it a try. Zombie hacking was quite buggy until we started working on it, me and my buddies. I know what I'm doing, trust me. This thing probably won't explode. Hm. Okay, gut. Ja, das beruhigt mich sehr. So, wir haben die Antenne hinten drauf. Okay, wir können das Q... Ach, das Q war... Hier. Greif mal an, der hat eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wie schön, dass er eine Zielscheibe auf dem Rücken hat. Zombie-Ziel. Geil. Oh. War das schlau? Das war nicht so schlau, ne? Okay, sprich mit dem Aufseher, machen wir gleich. Invasion, was? Invasion? Ist das ein guter Titel für die nächste Aufgabe? Hier kommen wir noch nicht rüber, ne? Da müssen wir eine Brücke bauen wahrscheinlich. Crafting-System kommt, glaube ich, soweit ich gesehen habe, auch noch. Hoffe ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Mist. Wir brauchen noch einen Bogen. Ich hätte gern Fernkampf. Ach, der sammelt Salbei. Dankeschön. Wie cool, dass er einfach Sachen sammelt. Hier. Nein! Okay, unser Zombie ist nicht richtig schlau. So, Zombie-Ziel, dankeschön. So. Ranzoomen geht nicht, ne? Nee. Mausrad ist Waffe wechseln, okay. Ah, so kann ich schleichen. Rechte Maustaste schleichen. Mittlere Maustaste ist auch zuschlagen. Hörst du mal auf, Salbei zu sammeln? Hilf mir lieber mal. Gib mir den Salbei. Und jetzt greif an. Zombie-Sattel. Nutze V, um das Zombie-Hacking-Menü aufzurufen und deine Zombots... Ja, okay. Was haben wir denn hier? Ein Zombie-Sattel. Geht nicht? Okay, ich kann den drehen, das ist gut. Okay, ja gut, da kriegt er eine Zielscheibe. Ob das gut ist, weiß ich nicht genau, aber... Reite wie ein Ritter in den guten alten Zeiten auf einem Zombot als einem treuen Ross. Das will ich. Oh, wir kriegen Besuch. Okay. Oh, viele Zielscheiben hier. Ich sehe nichts da hinten. So, Zombie-Ziel. Okay. Können wir das hier kaputt machen? Alte Diablo-Zeiten. Ja, wahrscheinlich brauchen wir erst einen ganzen Sattel, ne, bevor wir den benutzen können. Wieso treffe ich die nicht mehr? Ist das schwerer geworden mit dem Zombie-Ziel, zerrissener Stoffmist? Ist das jetzt schwerer geworden? Kaputter Hacking-Helm, okay, nochmal Hacking-Helm. Okay, die respawnen also nach einer Weile. Ich meine, vielleicht ganz gut, ja, quasi unendlich Ressourcen.
Aber ich bin kein großer Freund des ständigen Respawns. Ich mag das eigentlich, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich die Welt ein bisschen leerer mache. Der sammelt wieder Salbei, na klar. Wow, okay, erledigen gibt's auch. Okay, okay, okay. Wir brauchen noch einen Sattel. Ich will Sattel. Oh, Entschuldigung. Ich wollte gerade eigentlich ausholen. Hacking-Helme. Wir können, also Helme können wir noch ein paar bauen. Ich brauche Sattel. Okay, warte, er sammelt wieder. Er holt wieder Sellerie. Hallo? Also. Der orange Anzug hätte es verraten. Okay, Blätter haben wir bekommen. Ich will Sattel. Ich glaube, das hier ist alles noch Tutorial-Gebiet. Ich glaube, das ist alles noch relativ easy hier. Das wird, glaube ich, alles noch viel schlimmer. Oder viel mehr. Das kommt mir gerade noch ein bisschen zu leicht vor. Okay. Warte. Dum, dum, dum. Ach so, Bob ist ja nicht der Aufseher, oder? Nee, sprich mit dem Aufseher. Hier ist Bob. Was ist das eigentlich alles, was der hier rumstehen hat? Die Sachen sind alle eingezeichnet, wir können die alle noch nicht benutzen. Das kommt, glaube ich, noch später. Okay, wir gehen mal wieder zurück zum Anfang und ich glaube, da müssen wir mit dem Typen reden, der gesagt hat, wir sollen uns erstmal ein Zombot holen. Ja, oh, das wollte ich auch gerade holen. Danke dir. Vielen Dank. So, ich folge mal dem Weg wieder. Lalala. Keine Viecher. Vielen Dank, mein Lieber. Der ist sehr aufmerksam. Diese dummen Gänse. Wo läuft ihr jetzt hin? Okay. Hier unten waren wir auch noch nicht, ne? Nur mal gucken. Ach, guck mal eine an. Pilze. Und Stuff. Und noch mehr Pilze. Holz. Ob wir das brauchen, keine Ahnung. Aber vielleicht können wir uns craften damit später. Wenn ich sehe, nehme ich es mit. So, okay, da ist sonst nichts. Diese. Die macht sich lustig über uns. Huch, oh Gott. Wir kriegen Besuch, oder? Ist das die Base von eben? Ist das die Base von eben, die wir gerade gesehen haben? Hey Leute. Oh no! Wild zombies have got in! They Oh, not again! Ich muss mal ein bisschen in Ausdauer skillen, habe ich das Gefühl. You again? Feed my generator with mood. My zombots are down. And the gate won't close without electricity. Okay. Wir sammeln kurz Holz. Warte. Und dann versorgen. 5. Okay, das kriegen wir hin.
close the gate. We can't let any other wild zombies get in. Ich presse den Button. Voll geil, ist schon nice. Oha. Warum hat er das nicht vorher gemacht? Hä? Verstehe ich nicht. Und hier sind auch gar keine mehr. Naja, da unten vielleicht im Graben, aber okay. Gut. Haben wir noch was zum Looten hier? Nee, ne? Bisschen Holz noch. Ich nehme noch Holz mit. Wir nehmen mit, was wir kriegen können, solange wir es noch kriegen. Wird später vielleicht selten. Okay, geil. So, Tag. One less. Well, that'll teach me to forget to close the gate. Thankfully, the pit keeps most wild zombies out of paradise. And you found a zombot? Great! Here are the plans for building your camp. You need to go to the other side of the river, to the wild forest. Be careful out there. There's no one left there, and the zombots are out of control. You'd better find yourself a weapon. Don't look at me like that. I can't do the cleaning as well as watch the gate. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area. Der Zirkusscharfschütze? Okay, wir können eine eigene Base bauen. Ja, geil. Ja, ich will. Wie einfach zwei Stöcke hat. Kann man zwei Stöcke haben? Kann ich... Okay, wir haben 64 Stöcke. Kann ich die halbieren? Nee. Okay, das klappt nicht. Warte. Waffe 1 ausrüsten. 69, das wäre immer mehr. Aber ich kann den Stapel leider nicht halbieren. Mit Shift geht's nicht. Mit Alt geht's nicht. Mit Control geht's auch nicht. Rechtsklick, 71. Ach, der Zombie bringt uns ständig. Aufteilen, da ist es ja. Ich mach mal aufteilen, so. Bisschen umständlich, aber okay. Es hat nichts gebracht. Okay. So, welcome to paradise. Ja, sehr schön hier. Dankeschön. Der ist sehr aufmerksam. Der findet auch mal was. Kann man hier abbauen? Nee, ne? Bisschen Dismantle wäre nice. So, ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Stuff, was wir brauchen können. Wir müssen über den Fluss. Wir haben ja die Brücke gefunden, ne? So, warte. So, okay. Er macht das schon. Oh, Junge, lauf doch nicht überall da rein. So. Puh. Okay. Wo geht's denn hier lang? Vorher waren wir hier noch nicht, ne? Wo ist denn unser Kollege? Da. Hier, nehmen wir mal mit, da oben. Wo sind wir denn hier? Hier kann man doch bestimmt super looten, oder? Ich sehe diese geile Truhe, aber was ist das da? So, hau mal drauf. Auf den Jungen. Ach, du Heilige. Kommen die hier rein? Nee, ne? Camp Alt Paradise. Oh. Killing in the name of. Fuck you, I won't do what you told me. So. Was macht er wieder? Bringt wieder Leute um? Ich hoffe, die Tür geht nicht auf. Noch nicht.
Verband. Verband, okay. Was ist das da? Nichts, okay. Blätter und... Wir brauchen bald mehr Zombies. Wir sollten uns ein paar Hacking-Helme machen und noch ein paar Kollegen mit anschaffen hier. Ich wollte hier oben mal kurz gucken. Hier sah halt auch ganz spannend aus, ne? Oh, Bodybags ohne Ende, schön. Was malerisch hier. Die ganzen Fliegen. Oh, hier sieht auch sehr übel aus. Ich glaube, das waren die Bewohner vorher, ne? Von Alt Paradise. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so gut gealtert. Warte, ich gehe mal ein bisschen weg da. Fähigkeiten. Wir sind ja wieder ein bisschen, ne? Wir können mal wieder ein bisschen was. Ich schau mal kurz. Ja, hier muss ich halt auch wieder investieren, ne? Wir haben 2 Punkte. Kampf finde ich gut. Schüsse haben wir noch gar nicht. Den perfekten Vollzug. Ich glaube, das sind die Finisher, glaube ich, ne? Wenn die am Boden liegen, sind das, glaube ich, die Finisher. Rückhand ist mehr Schaden, okay. Und hier Überleben. Gesundheit wäre, glaube ich, ganz gut durch Recycling gewonnen, weiß ich nicht. Ausdauerregeneration brauchen wir auf jeden Fall. Aber ich bin ehrlich, ich würde gerne hier nochmal gucken. Ich will auf das nächste Dingens hier kommen. Erhöht die Effizienz der Verbände, die von deinen Zombots genutzt werden. Die können auch Verbände benutzen, geil. Großes Finale, Selbstzerstörungsschaden. Die können explodieren. Oh. Dieser Zombie möchte Umarmungen, die niemand sonst will. Okay, Volley-Schuss 30% mit Fernkampfschaden. Okay. In der Nähe mehr. Das können wir brauchen. Erhöhte Langlebigkeit. Ich glaube, ich würde lieber gern erstmal hier auf die Zombies gehen, auf Hacking. Ich habe das Gefühl, je mehr Zombies wir haben, desto mehr bringt das hier ja auch. Ich mache mal das mit dem Sattel, mache ich, glaube ich, oder? Ich nehme das hier mal mit. Und dann würde ich noch treues Ross mitnehmen. 10% Gesundheit können wir auch noch machen, aber der ist momentan ganz gut unterwegs. Und dann würde ich hier reingehen. Ich habe das Gefühl, das stackt ganz gut. Wenn wir hier was investieren, stackt das gut, wenn wir ja mehrere Zombies haben. Wir brauchen noch mehrere. So, es ist Nacht. So, ein paar sind motivierter als andere. Und die vertragen Licht nicht so gut. So, oben kommen auch noch ein paar. Prima. Sattel hat keiner von denen, ne? Das ist ärgerlich. Vielleicht können wir die auch selber craften. Gucken wir mal. So. Ich will unbedingt einen Sattel haben. Ich möchte unsere Angestellten reiten. Oh, der ist aber... Da müssen wir auch... Können wir den verbinden? Wenn ich jetzt noch ein paar Dingens mache, herstellen... Wenn wir jetzt noch hier machen, herstellen. Und Inventar. Können wir den verbinden? Können wir ihm was geben? Oh, wir können ihn auch anziehen. Oh, hä? Ach. Oh. Okay. Ich glaube, ich mache mal grün. Als Signalfarbe. Und hier oben... Mit Schneeflöckchen, ich lass mal so. Okay, freilassen, sammeln, Kampf benutzen. Benutzt den in der handgehaltenen Gegenstand, okay. Werfen lieber nicht, aktivieren. Selbstzerstörung ist deaktiviert, einschüchtern, verspotten, heilen, hacken. Heilt nahe Verbundete allmählich. Fängt Zombots, falls ihr welche fehlen. Oder? Heilt er sich auch selbst? Jo, hat sich auch selbst geheilt. Geil. Voll geil. Okay, weiter geht's. Mal gucken, ob der uns gleich noch ein paar Zombots fängt. Guck mal, der hat einen grünen Hut auf.
Ach, die sind lieb oder was? Dankeschön. Ich glaube, die sind nett, aber nicht unsere. Oder? Ja, die sind nett, okay. Ah, na gut. Das ist schon geil, dass man die programmieren kann. Und man kann jeden, glaube ich, einzeln programmieren. Wo geht's denn hier lang? Den hat er jetzt aber nicht programmiert, nicht eingesammelt. Okay, warte. Wir testen mal weiter. Bring die doch nicht mal um. Die sind auch wieder lieb, glaube ich. Ja, ist hier eine Base von irgendwem? Sieht so aus, ne? Okay. Annis Krankenstation. Ach, Anni. Verband. Aber Anni, wo ist denn Anni? Ist das hier Anni? Kann ich hier mit irgendjemandem reden? Anni! Ich kann mit niemandem reden hier. Anni! Hier ist der Mega-Hub. Ich aktiviere den mal ganz kurz. Mega-Hub! Ja, ich glaube, wir müssen Pedro erstmal suchen. Ich glaube, ich bin schon wieder auf eigene Faust losgerannt. Ist, glaube ich, keine. Ist nie gut. Ich mach's immer so gerne. Wir müssen Pedro suchen. So. Wir gucken mal. Kann Pedro viel? Oder kann der eher wenig? Ich bin da unsicher. Ich kenne den nicht, den Mann. Oh Mist, ist schon tot. Oha, die sehen gefährlich aus. Okay, warte, ist da noch was? Nee, ne? Okay, wir gehen erstmal zur Quest. Wir gehen mal zur Quest. So. Hier war mal eine Brücke. Die müssen wir wahrscheinlich bauen, ne? Weil laut Map war hier eine. Die ist sogar eingezeichnet. Wir müssen die wahrscheinlich wieder aufbauen irgendwann. Gucken wir mal. Peter Pfeil. Ja, bei IT-Crowd. Peter Pfeil. We're looking for Peter Pfeil. Are you Peter Pfeil? Oh oh. Andi sind lieb. Die Musik war gerade so dramatisch. Hier kommt auch eine Brücke hin. Da fehlen überall die Brücken. Wahrscheinlich abgerissen, damit da keine Zombies rüberkommen. Okay, kommen wir da denn irgendwie hin? Die Büsche hier sind sehr stabil in diesem Spiel. Das Busch-Game ist sehr hart. Ich glaube, ich muss den ganzen Weg wieder zurückgehen, ne? Ich hätte vielleicht die Schnellreise nehmen sollen. So, hier ist irgendwas eingezeichnet. Ich kann nur erledigen, ich kann da keine neuen Mützen aufsetzen. Neue Verbände gibt es da oben, nehmen wir auch mit. Killing in the name of. Killing in the name of. Bim, 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 bim. Okay, wir suchen Pedro immer noch. Ich bin gerade auf dem Rückweg, ich bin aber komplett falsch gelaufen. Es tut mir leid, ich bin einfach so ein erkundungsfreudiger Gesell. Ich schaue mir gerne die Gegend an. Was ist das für eine Statue? Erinnert mich gerade wirklich an Dismantle hier. Was ist das denn? Interagieren. The conquest of space. Work on artificial intelligence. Neural implants. To make humankind more efficient and orderly. And research into rebuilding the DNA of extinct animals. These are just some of the examples of Alan Tusk's legacy. Legend has it that Alan Tusk came up with the idea for his first inventions, Power Everywhere and Mega Hoop, while on a camping trip in this very spot.
which took an unfortunate turn when he ran out of food and electricity during the night. 20 years later, he was building the first prototype for Power Everywhere, a reversible electric induction charging matrix in this very forest. This revolutionary technology replaced electric outlets in all modern buildings, and its powerful electromagnetic field even increases life expectancy, as demonstrated by all the studies we have published. Never be afraid of the dark again with Power Everywhere. You are also standing on top of the first prototype for another invention, the Mega Hoop. Ich verstehe, Mega Hoop. Jetzt verstehe ich das. Okay. And large packages. Rollout of the Mega Hoop across the country was suspended after protests from the United Delivery Person Coalition, who saw it as a threat to the primary source of employment worldwide. Thankfully, Alan Tusk presented his arguments and the many advantages of the technology, and the rollout resumed with a successful delivery rate of 84%. Alan Tusk chose to be cryogenically preserved here, under this monument, close to his inventions. Okay, jetzt weiß ich, worauf das eine Anspielung ist. Okay. Okay, und hier liegt er also. Oh. Der wird sich freuen, wenn er aufwacht. Ja, Hauptsache, er hat hier nicht Twitter gekauft. Und einen komischen Turn genommen. Das wäre die Hauptsache. Warte. Was ist denn das? Hä? War einfach weg? Okay. Wir müssen immer noch zu Pedro. Pedro! Heißt mit Nachnamen übrigens Leum. Ich kenne ihn zufällig. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Ein vertrautes Nölen kam von links. Ist ja alles nur aufgemalt hier. Sind gar keine echten Häuser. Ach so. Es sind wirklich keine echten Häuser. Oh. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Da ist die Chat. Okay, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö. Nö. Einfach nichts. Okay. Wo ist denn jetzt der, wo ist denn der Pedro? Ach, hier ist noch ein Hyperloop. Hyperloop. Ist doch schon aktiviert, okay. Mega Hoop meine ich natürlich, Entschuldigung. Wow, so wie Salbei, geil. Hä, wie nice. Sehr cool. Brauchen wir sogar noch mehr. Was ist denn... Ah, oh, wir sind wieder hier. Wir sind weit gekommen. Aber wir suchen immer noch Pedro. Wir müssen, glaube ich, hier runter. Hier waren wir noch gar nicht. Kommst du bitte? Ich würde den Zombies gerne Namen geben. Geht das? Nee, ne? Expertenmodus? Benutzt ihn in der Hand und greift an, falls es eine Waffe ist. Oh. Hebt einen Gegenstand auf und bringt ihn zum Camp, Antennenmast oder zum Spieler. Halt nahe verbunden. Okay, ja, okay. Aber was macht das hier? Plus. Okay, geil. Später. Das ist ja voll geil. Aber ich würde gerne, ich würde ihnen gerne einen Namen geben, den Zombies. Ich möchte ihn benennen wie Zuschauer. Das wäre schön. Schnapp dir den mal. Oh, Vorsicht, da kommt noch einer. So, jetzt lauf doch nicht mitten rein. Okay, er nimmt natürlich wieder alle mit. Er nimmt alle mit. Oh ja, Zombiesattel. Wir haben den Zombiesattel, Leute. Ich werde ihn gleich ausprobieren, aber erstmal müssen wir uns kurz einen Safe Spot suchen. Komm mal mit. Komm mit, Zuschauer-Chan. Nein, nicht Blätter sammeln, Zuschauer-Chan. Komm mit. Ich nenne ihn einfach Zuschauer. Oh, wer ist denn das da? Den mache ich nochmal schnell weg.
Jo, geil. Komm mal her. Hier. Sattel. Ja! Ja, Zuschauer! Woo! Geil! Das mache ich sonst nur auf der Gamescom. Reite er mich. Reite er mich zum Meeting Point. Reite er mich zum Currywurststand. Und zahle er meine Wurst. Ja, geil. Oh, das ist ja okay. Können wir ausweichen? Oh, ne. Da muss ich noch mal ein bisschen üben. Halt er uns jetzt? Oh, warte. Salbei. Zuschauer sammeln gerne Salbei. Okay, ich bin ehrlich. Ich habe das Gefühl, dass es ist viel schwieriger, so zu treffen, wenn man reitet. Beim Reiten treffen ist viel schwieriger. Wir sind sehr viel schneller. Das ist eigentlich ganz cool. Wie komme ich denn runter? So. Ich gebe ihm lieber erstmal wieder die Zielscheibe. Das andere muss ich nochmal lernen. Und ich glaube, ich würde gerne nochmal... ich stelle mal ein paar Verbände her. Heilt der noch? Heilen? Nicht im Kampf. Ja, eigentlich ja. Er hielt auch selber gerade, wie ich sehe. Und jetzt heilt er uns. Okay. Jetzt klappt's. Sehr gut. Dankeschön. Ach, die Zuschauer. Immer besorgt um die Gesundheit. Ja. Und ich guck mal ganz kurz, ob wir vielleicht... Warte mal, wenn wir jetzt herstellen... Angenommen, wir stellen jetzt noch so Hacking-Helme her. Stellen wir davon immer auch nur 25% her, oder was? 10 Stück haben wir jetzt mit dabei. Also es müsste eigentlich möglich sein, ne? Dass wir noch welche kontrollieren. Was ist denn hier los? Sind hier Videodays oder was? Ausdauer. Ich muss dringend Ausdauer skillen. Junge, Junge, Junge. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht wirklich... Ich würde gerne noch weiter Zombies kontrollieren, aber ich weiß nicht wie. Wir haben Hacking-Helme, haben wir doch ein paar. Und er sollte eigentlich auch im Kampf... Fängt Zombots, falls hier welche fehlen. Wenn ich jetzt das hier aktiviere, so... Okay, das geht. Vielleicht können wir momentan nur einen kontrollieren. Und wir müssen noch ein bisschen leveln dafür. Oder Pedro suchen. Geil, das klappt schon mal. Wir bräuchten aber bessere Waffen, glaube ich, auf Dauer. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. So. Nein! Geh da nicht alleine hin. Was machst du denn? Ich kann die Zuschauer nicht alleine kämpfen lassen. Die verwunden sich doch. So. Okay. Wupp. Ich nehme die ja trotzdem mit. So. Das nehmen wir trotzdem alles mit. Hacking-Helme kriegen wir ja auch von denen die ganze Zeit schon, ne? So. Okay. Nix gedroppt, schade.
So, hier ist der Bus. Wo ist denn Pedro? Hier. Aber wir, oh, wir müssen da unten lang. Wir sind gerade hier. Nach Süden. Und dann ist da irgendwo eine Bridge. Okay, da müssen wir mal gucken. Eine Landzunge ist da gleich irgendwo. Schauen wir mal. Wo kommt der denn her? Kollege, was willst du denn? So. Gehen wir mal ganz kurz eben hier unten lang. Cool. Dankeschön. So. Und da oben. Ich nehme trotzdem alle mit. Wir sollen zu Peridro, aber ich will die XP auch. Die süßen, süßen XP will ich mitnehmen. Und vielleicht noch ein paar Sattel. Vielleicht brauchen wir noch ein paar.